Was geht, meine Freunde? Willkommen zu einem weiteren Part von Stardew Valley. Ich zeige euch auf jeden Fall hier was Neues. Und zwar Name machen wir jetzt hier. Bla bla bla. Ah, das mag gerne, ne? Konzern. So. Ape. Konzern Ape, genau. Und drüber springen. Zack, wir zeigen es dir einfach schnell. So, und jetzt passiert ja irgendwas, ne? Jetzt soll angeblich was gleich passieren. Ja, da. Soll irgendwas gleich passieren. Wo denn? Keine Ahnung, im Haus oder so, keine Ahnung. Hä, du? Ich hab mir erst hier angeguckt und dort steht dann, ja, der hat dann da im Haus einfach was bekommen. Der hat was bekommen, so. Hä, verarschen? Wundervoll. Können wir gleich sein lassen. Super. Super Secret. An der Stelle schon mal. Das können wir löschen. Ciao. Ja, Freunde, kommt das nächste Secret. Super. An der Stelle schon mal ein. Das erste Secret war doch mit Super Cucumber. Das muss man gucken. Den Super Cucumber. Super Cucumber musst du mal gucken. Weil ich weiß nicht, welche Uhrzeit der da ist im Ozean. Musst du mal mir schnell sagen. Entschuldige den Geruch, ich habe die ganze Nacht in der Hitze geschwitzt. Okay. Ja, heute ist mal ein bisschen Secret-Tour. Hier ist Super Cucumber. Ach ja, das hast du, glaube ich, noch nicht gesehen, ne? Das hier, das habe ich bekommen. Fahrt in Ocean Time, 6 p.m. to 2 a.m. Das ist nachts, ja. Feier, hast du das schon gesehen? Was ist das? Das habe ich geschenkt bekommen im letzten Part. Ich habe doch gesagt, da muss man Duck-Mayonnaise reintun. Die Statue habe ich jetzt. Und wie sieht dein Garten aus? Ja, der Garten ist noch nicht fertig, aber... Oder eher gesagt, der ist nur halb fertig. Aber ich muss halt diese... diese Dinger hier bekommen. Die sind halt schwierig, weil ich... Die kann ich jeden Freitag kaufen, ein Stück. Nur ein Stück kann man kaufen jeden Freitag. Oder man stellt die halt selber her, aber eine Batterie ist halt einfach sau schwer zu kriegen. Das ist halt das Ding, Feier. Die kriegt man nur, wenn es donnert. Und das ist halt dumm. Wann donnert es hier denn mal? Weißt du, was ich meine? Das ist halt selten, Feier. Nee? Okay. Da ist der Garten, aber der ist nicht wirklich fertig, also. Oh. Ja, sieht schon vielversprechend aus. Da ja, wie gesagt, ich habe nur solche Wurm-Dinger da. Die nerven, die sind schlecht. Diese Dinger sind halt übertrieben krank, ne? Siehst du ja. Die können das alles bewässern. Die sind übelst gechillt, die will ich halt immer haben. Aber es dauert, ne, Fire? Es dauert, oh yeah. 6 p.m. to... 2 a.m. Bitte? Bis 2 a.m. Steht ja hier von 6 p.m. to 2 a.m. Ja, ich hab's kapiert. Chill at seine Base. Und dieses eine Plüschtier da, das bekommt man auf jeden Fall nur, wenn es am 28. ist. Das. Um wie viel Uhr steht da? Steht da auch eine Uhrzeit? Bei diesem Plüschtier. Und du hast Nasen! Schon lange, Alter. Oh, wie süß! Junge, als ob du das noch nie gesehen hast, du Holzkopf. Nein! Blöd? Genau wie der Dino da, den hatte ich auch ja mal nicht gesehen gehabt. Und da habe ich mich auch gewundert. Gargamel. Was dann? Zeigst du's mal. Was denn, Mann? Was willst du? Ja, Secret. Welches Secret soll ich denn zeigen, du Spasti? Mit der Super Cucumber. Bist du bescheuert? Das ist nicht mal PM, du Idiot. Das ist 6 PM ist 6 Uhr nachmittags, abends. 18 Uhr, du Spast. Junge, hast du keinen Plan von der Welt, ey, bist du
so bescheuert oder was? Junge, bist du blöd, Alter. Zeigst du es jetzt auch mal. Idiot. Ja, welche Kuh habe ich jetzt noch nicht gemolken, Alter? Hä? Habe ich dich jetzt nicht gemolken oder was? Milka, dich habe ich gemolken. Okay, Hurensöhne, eine Milch fehlt, Hurensöhne, Bastards. Naja, Secrets. Es gibt. Ich kann nur ein Secret, glaube ich, zeigen. Das mit dem Strange-Bann, das dauert noch. Was hatte ich denn noch aufgeschrieben? Außer das Plüschtier noch. Warte, du hast aufgeschrieben nach. Super Cucumber, danach hast du. Strange Bun is placed inside the chest in Vincent's room at One Willow Lane. The former Greymon statue will be a quest for Jumbo Plush. Haha, Feier kann kein Englisch. Ja, was hast du denn jetzt noch aufgeschrieben? Ja, Strange Bun. Dann, Junimo Plush. Dann Shane Three Hearts. Vincent Two Hearts. Ja, das Shane sind, das sind die einzigen Sachen, die ich jetzt auf jeden Fall machen muss. Dann los. Ja, dauert eine Zeit. Guck mal, wie viel Herzen ich bei denen hab. Ich muss erst mal gucken. Ja, 0. Wo ist Vincent? 0. Shane. 0. Perfekt. Dauert ewig. Aber wobei, du kannst mal gucken, was die für Favorite Things hatten. Ich hab's dir ja aufgeschrieben. Ah ja. Warte. Junge, Alter. Als ob du schon schnaufst, nur weil du was gucken musst. Sag's dir noch einmal. Ja, was willst du denn jetzt haben? Ja, was Shane für Favorite Things hat und Vincent, du Holzkopf. Hab ich dir doch aufgeschrieben. Halt's Maul. Holzkopf. Halt's Maul. Holzgesicht. Bier, Pepperoni, Paprika, Popper, Pizza. Du bist doch echt ein Holzkopf. Zurzeit. Um 7.10 Uhr verlässt der Marius und geht zum Joja-Markt. Um 17 Uhr. Ich weiß doch, wo der ist, Mann. Chill doch mal deine Base. Ich weiß doch, wo der ist. 23.10 Uhr! Verlässt er die Kneipe zum Sternfall und geht zurück zum Marius. Ja, ich weiß es doch. Ich weiß nur nicht, was sein Favorite Thing ist. Pepperoni und was ist von Vincent? Bier, Pepperoni. Das ist von Shane, du Spast, Mann. Jetzt kommt Vincent, schlie, du Hurensohn. Du bist so schlecht, alter Feier. Kannst du nicht mal nachgucken, richtig? Kannst oder du was? Nicht mal selber googeln? Ja, mit einem Part während der Aufnahme, perfekt. Ja, so. Cranberry Candy Grape Pink Cake. Was? Cranberry mag er. Cranberry Candy. Ja, und was noch? Grape. Okay, Grape Pink kann man Cake finden. Auch. Grape kann man finden. Um 9 Uhr wacht er auf für den Tag. Um 11 Uhr spielt er in sein Haus. Um 1.40 Uhr verlässt er sein Haus und geht am Strand. Um 7 PM verlässt er den Strand und geht nach Hause. Um 11 Uhr geht er. Auch im Sommer. Im Sommer. Ja, so. Hast du im Sommer geguckt? Am Dienstag, Mittwoch und am Freitag verlässt er sein Haus und geht ins Museum. Montag. Es ist Montagfeier. Ja, wakes up. Das, was ich gerade vorgelesen habe. So, und jetzt kommt die. Ja, sag doch mal Montag im Sommer, du Idiot. Ey, Feier, es ist so anstrengend mit dir. Wakes up for the day! 9 am! 11 am, place inside this home! Eine ist das für Montag und für den Sommer? Bist du dir sicher? Ja.
Ansonsten suchst du den Ruhe. Also, Junge, was juckt mich das, wo der ist? Jawohl, wieder ein Ventilator, perfekt, Feier. Junge, ich verstehe dich nicht, der Ventilator, Mann. Ist mein Popkeller, ist kein Ventilator! Was denn sonst, Mann? Junge, was machst du denn da? Vergewaltigst du das gerade oder so? Ja. Fettsack. Lass das doch mal, Junge, das nervt! Fettsack. Was machst du denn? Dann los, geh da jetzt hin! Ja, was machst du denn? Geh da jetzt hin! Was machst du denn mit dem Mikro? Nein, du gehst da jetzt sofort hin! Schnauze, ich muss meine Arbeit hier erledigen, Fettsack. Boah, ich arbeite scheiße. Das brauchst du nicht, das hast du nicht nötig. Du bist doch Milliardär. Oh, ich muss hier trotzdem noch keine Millionen bekommen. Mehr, super, keine Millionen mehr. Warum? Ich hab doch Zepter der Rückkehr gekauft, du Spaß. Super. Das hat 2 Millionen gekostet. Ja, jetzt erstmal wieder dahin kommen, super. Also was, Leute. Was laberst du für eine Hundescheiße? Wir brauchen jetzt nur noch 11 Millionen statt 13 Millionen. Ja. Ist so, du Fetzer. Ja, ist aber so. So. Wie vielte Part ist das? 235, nee, 36 müsste es jetzt sein. Ja, so ab Part 340 ist Schluss. Und ab 100. Was laberst du eigentlich für eine Hundescheiße? Verstehst du eigentlich selber, was du laberst, Feier? Was laberst denn du? Jetzt frage ich mich bei dir schon lange, Alter. Ja gut, wir wollten ja zum... Wo wollt man hin? Wo ist ja, Vincent um jetzt, um die Uhrzeit? Ficken. Der fickt. Wo ist Shane? Der Shane, der wichst sich gerade ein zu Hause. Okay. Also Leute, macht euch schon mal drauf gefasst. Joker wird Stadion beenden. Stimmt, wo ist Shane jetzt, Feier? Der kann in Joja Markt nicht arbeiten, weil der kaputt ist. Ja, warte. Montag bis heute 7.10 Uhr verlässt man. 17 Uhr verlässt er den Jojo-Markt. Geh zur Kneipe! Wie lange ist er da? Bis 23 Uhr, meine ich. Ja, doch. Ach, das ist ja gar nicht die Kneipe. Spaß. Lol. Das Pferd wird immer schneller. Da ist er ja. Servus, Bro. Ich kenne dich nicht. Warum redest du mit mir? Oh. Hier, bitte. Oh, wow, Joker. Woher wusstest du, dass ich sowas mag? Habe ich jetzt ein Herz bei dir? Ja, durch Googeln, Alter. Ja, okay, ich habe leider noch kein Herz mit denen, aber der ist glaube ich, kurz vom Herz. Perfekt. So, wo ist Vincent, der kleine Hurensohn? So, wo ist Vincent, der kleine Arschficker, alter Junge? Wo ist denn der? Warte, wie viel Uhr haben wir gerade? 7 p.m. um 1 p.m. leaves the home and heads to the beach. 7 p.m. leaves the beach and walks home. Um 11 p.m. goes to bed for the night. So, dann ist er wie lange jetzt beim Strand? Bis 7 p.m. Ja, ist schon vorbei. Und wohin geht er dann? Dann geht er nach Hause pennen. Um 7 Uhr? Weg! Ja, weg ihn auf Muschi. Was soll ich machen? Ah, nee, doch nicht. Der läuft nach Hause, um 11 Uhr geht er pennen. Der läuft nach Hause. Der läuft 2 Stunden nach Hause. Ich glaube, der ist jetzt zu Hause sogar schon. Weil ich... Nee, der ist doch um 11 Uhr PM da zu Hause. Meinst nein, du um doch? 11 Uhr pennt der. Junge, ich weiß nicht mal, wo der wohnt und außerdem habe ich noch keinen Grape. Wieso sollte ich jetzt zu denen hin? Muss erst mal einen Grape suchen. Warum fragst du dann hier Google? Und ja, wenn ich einen Grape finde, damit ich weiß, wo der ist, du Fettsack. Idiot. Toll, und? Ach stimmt, jetzt können wir ja zum Ozean und den Fisch fangen. Ja, wird Zeit!
Ja, super, scheiß auf cute, Vincent. Mama. Scheiß auf Vincent erstmal. Ich brauche eh nur 2 Sterne bei denen. Junge, Feier, Alter, reiß dich mal zusammen. Wieder Joker ist langweilig. Was? Du bist langweilig, das Let's Play, alles ist langweilig. Okay. Aber Feier, du bist halt auch einfach Genen, der Loser. Was sagst du dazu, genau, du kleiner Loser? Außerdem wollen wir doch noch Dingen. Wir fangen doch gleich jetzt einen Super Cucumber. Schon deine Base. Ja. Ist aber eh nicht schwer. Ich würde mich beeilen. Warum? Der hat bis 2 nicht EM, oder nicht? Doch, bis 2 Uhr, oder nicht? Nicht mehr lange. Hallo, Wiley. Und außerdem haben wir einen Zepter der Rückkehr. Ich glaube, den kennst du noch gar nicht, oder? Kennst du den? Da kann man nach Hause teleportieren, direkt, instant. Geil. Das ist sau cool, ne, das Item. So logisch. Warum? Das ist ein Item. Ja, super logisch. Gibt's auch in Real Life. Junge, das ist nicht, hat nicht mit einem Real Life Simulator zu tun, das ist ein Fantasy-Spiel, ein Rollenspiel. Das gibt's jetzt auch für Switch. Simulation. Ne? Ja, das finde ich zum Beispiel cool, aber es ist leider viel zu spät, weil Stardew Valley schon lange für mich eigentlich schon fast vorbei ist. Aber eigentlich ja, für dich lohnt es sich. Decker, für dich lohnt es sich. Hol dir das mal echt, dann kannst du es jederzeit spielen, Mann. Das bockt. Kannst du jederzeit spielen, kannst machen, was du willst. Du musst es ja nicht mal genauso wie ich machen. Du machst es einfach so, wie du willst. Baust deine Farm auf, machst, wie du es willst. Kannst auch Scheiße bauen, wenn du willst. Ist deine Sache. Kannst Geld verdienen, alles Mögliche machen. Das ist sau cool, das Spiel. Bockt. Glaub mir. Du kannst auch bauen, zum Beispiel hier einen Garten, wie ich es zum Beispiel mache. Wenn du bauen magst, dann baust halt was Cooles, machst deine Farm schön. Ich bin halt nicht so der Baufan. Kann ich auch Sachen craften wie bei Minecraft. Ja, kannst du doch hier. Oh mein Gott, Minecraft. Was hat das mit Minecraft zu tun, du Spaß? Von Minecraft geklaut craften. Also an sich sowas wie Harvest Moon, Digga. Und ich glaube, Harvest Moon mochtest du halt. Und Stardew Valley hat alles einfach richtig gemacht, finde ich. Einfach ein geiles Spiel, Mann. Bockt einfach übertrieben. Aber irgendwie ist es halt einfach zurzeit eintönig. Aber für dich ist das wahrscheinlich immer noch was Geiles, weil du es ja an sich zum Chillen spielst, oder? Und ich auch. Bist ja komplett gechillt. Kannst du chillen, wie du willst. Machst deine Farm auf, chillst. Deine Base. Stimmt's? Theo, mach mir ein Bananenbrot. Ja, das ist einfach letztes Mal abgehauen. Naja, und das ist auch nicht mehr wiedergekommen. Super Leistung, ne, an der Stelle. Ja. Erst Remco mit Fong und dann Theo. An sich können wir ja auch eine Aufnahmesession machen, Feier, aber dann reiß dich mal zusammen jetzt hier mit dem Genen, weil das geht gar nicht, hä? Das geht gar nicht. Also bitte. Ich will meinen Ventilator anmachen. Mist machen. Junge, hol dir mal echt einen Windschutz. Empfehle ich dir mal wirklich. Da kannst du wirklich den Ventilator so oft wie du willst anmachen. Dann juckt es aber auch nicht. Aber bei dir ist es halt immer so, das Problem, es stört halt übelst. Weißt du, das ist mein Feuer. Das tut gut. Junge, Alter. Fuck, wir haben ja schon gleich wieder. Hä? Wir haben ja gleich 2 EM. Ja, schnell! Und als ob das beim Strand so lange dauert. Beeil dich! Junge, wir haben immer noch. Scheiß auf die Sachen! Schmeiß es weg! Junge, halt die Fresse, wir haben immer noch hier einen Teleport. Nein! Ja, toll. Ja, toll, da ist nix. Junge, was ist denn das jetzt hier, Alter? Muss ich hier schon jetzt hier außen herum fischen oder was, damit ich hier was Gescheites krieg? Das
1 Uhr. Let's go. Komm jetzt, du scheiß Super Cucumber, Alter. Typi, mach schnell! Junge, da muss aber auch jetzt ein Fisch kommen. Mann! Brille! Was will ich damit? Hurensohn! Mach jetzt! Komm jetzt raus, du Fickviech! Ja, der pennt safe ein. Ja, Hurensohn. Mixer. Ja, ich penne hier ein, was soll ich machen? Ja, dann geh doch ins Bett! Schaffe ich nicht, du Fettsack! Muss ich, Alter, muss der pennen, Alter. Logisches Spiel. Ich auch immer, wenn ich um 6 Uhr morgens aufstehe, gehe ich auch exakt um 2 Uhr. Um 2 Uhr pennen. Dann penne ich auch draußen ein. Na toll, ne? Super. Ich schepper Joker um. Feier, kannst du mal für die Unterhaltung sorgen, Fettsack? Ja, also kauft euch alle Krusty Krokot Chili. Kauft euch so eine Vita Eis, die Zitrone, da macht ihr nichts falsch mit. Und ja. Kauft euch Miracle mit. Haha. Schmeckt geiles, geile Mayonnaise. Benutzen wir auch gerne für Nudeln oder Kartoffelsalat. Dazu mega gut geeignet. Aber auch als Mayo für Pommes ist das richtig gut. Ja, Feier weiß, wovon er redet, der Fettsock. Oder? Ja, yeah. Perfekt, Feier ist wie immer müde, das ist doch eine super Voraussetzung. Unmotiviert wie eh und je, das ist eine super Leistung, Feier. Sauber. Jetzt geht's. Feier schreibt mich an, voller Elan. Schreibt der, ja, lass eine Aufnahmesession machen, kann man ja machen. Geschrieben, Joker hat mit Intro wenig angefangen, hab das Bild. Super. Feier ist, wie immer, Feier ist wie immer motiviert. Jawohl, perfekt. Super. Ja. Ey, guck mal beim Super Cucumber, ob da irgendein Wettervoraussetzung steht. Fettsack. Aua. Weather any. Ja gut, dann geht jedes. Na, ja, warum kamst du da nicht, ne? Stimmt's? Found in Ocean. In Ozean. Da waren wir doch. Nein. Nee. Difficulty 80. Size 12 in to 37 in. Der gibt dir 125 Energie, 56 Health, 175 Energy, 78 Health. Ah, juckt mich so ein Scheiß, Mann, was will ich damit? Was will ich mit dieser Information feiern? Was du dafür bekommen kannst, das höchste ist 562 G. Ja, ich brauch das ja nicht um Geld. Ah! Nein. Sicher nicht. Ja, Feier ist wie immer motiviert wie eh und je. Perfekt. Oder? Ja, Mann! Was geht? Ja, auch mal da. Kannst du auch mal reden. Abonniert jetzt hier mal alle Tanzverbot. Nein, auf keinen Fall. Marmeladenoma, auf jeden Fall, weil Marmeladenoma hat's verdient und nein. Ja. Nein.
Noch German Let's Play, nein, Gronk, Eikuchen, Klaus Tenno TV. Wer ist das? Was? Ah, Klaus Tenno TV? Ja, Klaus könnt ihr von mir aus abonnieren. Tom Tenno auf jeden Fall, ungespielt, Rubini Scherer, Let's Play, Marco. Auf jeden Fall nicht Joker Gamer, okay? Nicht abonnieren. Creepypasta Punch, Mr. More Game. Schade, dass ich mal Musik spielen muss, wenn du irgendeinen YouTuber erwähnst. Kirby AK abonnieren. Theo Farnes Let's Play unbedingt abonnieren. Le Cooper. Zelda Großmeister auf YouTube. Wi-Fi D, Iblali, Openmind, Fresh Target, du Mann, GTM. Dena, Joyce, Kojo, Spark of Phoenix, Hiege, Slifky Show, Underwater Sea, Corrupted natürlich. Junge, kannst du jetzt mal aufhören mit den Namen, Alter, meine Güte, ey. Ja, okay, und Angry Grandpa Show. Schnauze, auf jeden Fall. Schnauze jetzt, Alter. So, das sind die, die ihr Schnauze. Abonnieren müsst, dann seid ihr cool. Nein, okay. Kein abonnieren, bitte, nicht, Schnauze. Nein, wenn ihr das nicht Schnauze, macht, dann gibt's Schnauze, no, nein. Schnauze, Schnauze, nein, wenn es, Schnauze, wenn Schnauze. Es nicht abonniert, dann Schnauze, seid ihr uncool. Schnauze, 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 juckt keine Sau, die Typen. Schnauze, 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 doch. Schnauze, 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 Schnauze. So, Schnauze jetzt. LPM. Junge, hör doch auf einfach, Fettsack. Das war's. Lass es doch mal, Alter, du fette Sau. Hörst nie auf, du Fettsack. Ne, du auch nicht. Fette Sau. Hat mir das was ist gemacht, jetzt Fettsack. Die Rache. Rache ist sehr geile nein, Rache, Fettsack. Nie. Ja, weil du auch nie aufhörst, Fettsack. Nie. Fette Sau. Ich hab nie was gemacht. Ja, wenn ich was mache, dann höre ich auch auf, aber du nicht. Das ist ja das Ding. Genau. Fette Sau. Ja, wo habe ich denn nicht aufgehört? Komm, sag mal. Eine Sache. 1000. Ja, okay. Ich will mit dir das klären im Chat und du machst einfach weiter. Ja, klären. Was heißt hier klären? Fette Sau. Ja, wenn ich mit dir normal schreiben will, machst du nur einfach weiter. Ja, weil du für mich ist das kein normales Schreiben, wenn du mir deine Meinung aufdrückst. Tut mir leid. Also Freunde, hier wird Privates reingemischt, weil Fire unbedingt mir eine reinwirken will, weil Fire cool ist und nicht ist mit mir normal reden kann. Ich suche mir aber aus, was für Privates kommt. Also schreibe jetzt Joker einen privaten Text, den wird er einblenden und ja. Hm, sicherlich. Das ist dann. Hm. Das ist dann richtig scheiße, wenn das kommen würde. Warte, ich schreib den kurz. Geil, ich bin Drachenlord Hader Level 21. Yeah. So, mega. Das hier ist mega privat. Obwohl es im General steht. Liest eh keiner. Jetzt fragt ihr euch schon sicherlich, Joker, geht doch jetzt schon mal dahin. Nur das Einzige, was wir fragen, ist, dass du so eine fette Sau bist. Eine komplette fette Sau, die alles hier reinmischt. Du musst da jetzt rein. Halt die Fresse, Fettsack. Was für Rache, du fette Sau. Du hast dich entschuldigt, du fette Sau. Du hast dich ja falsch verhalten und du hast selber gesagt, dass du dich falsch verhalten hast. Ziehst du es nicht ein oder was? Du warst du kleine fette Sau. Keine Ahnung.
keinerlei Einsicht, bin ich Captain Einsicht. Witzig, Fettsack. Fire's Fodder! Ich kann nicht Einsicht zeigen, weil. Fire's Fodder! Ich bin nicht Captain Einsicht. Fire's Fodder! Die Betonung ist falsch. Du musst es richtig nicht so. Du musst es richtig übertrieben machen. Sonst ist es unlustig. Sonne! Das ist Jokers Motto! So richtig tief. Dass du schon in der Kehle alles kratzt. Guck mal da, was da ist. Da war ein Hundezaun. Was soll das? Ein Wohnmobil, dort wird Meth gekocht. Yo Life, yo ja Mark, warum ist der geschlossen? Junge, weil der kaputt ist, hab ich dir doch schon mal gesagt. Deswegen der Story, du Fettsack. Ja, wie wär's, wenn du ihn reparierst? Du bist so ein Trottel, Alter. Eis! Ohne Witz. Kauf dir ein Eis! Einzige, was ich suche, ist Shane und. Auch dann nicht in der Bar bis 23 Uhr. Da ist doch Vincent. Mama, lass mich heute nichts Süßes mehr essen! Mann, du Wichser! Jetzt magst du mich echt nicht mehr, du Wichser. Was machst du da? Mann, wo ist Shane? Der müsste aber hier drin sein. Ich finde aber auch keinen Grape, wenn ich ehrlich bin. Saufen. Da ist er doch. Was? Was willst du? Geh bitte. Okay, ich habe immer noch kein Herz, aber es müsste ja bald kommen. Der mag Bier, ne? Na gut, wo soll ich Bier finden? Wobei, kann man das vielleicht nicht beim Stardrop Saloon kaufen? Ich guck mal. Ja, kaufe ich den, gebe ich den jetzt, ne? Als Geschenk. Die Runde geht auf mich, Bro. Oh wow, Joker. Woher wusstest du, dass ich sowas mag? Habe ich jetzt einen Stern mit dir? Immer noch nicht. Aber der mag mich schon mal. Ein bisschen mehr, glaube ich. Perfekt. So, dann jetzt gehen wir den Super Cucumber fangen, oder? Fette Sau. Die alles privat einmischt. Wie so eine fette Mistmade. Also, das habe ich gern gemacht. Also, natürlich wird das noch irgendwann mal passieren. Du bist einfach nur armselig. Das ist das Einzige, was passieren ist. Fette Sau. Du machst dich jeden Part lächerlicher. Das ist halt einfach nur witzig. Hier ist Stardew Valley Fire. Wenn man hier ein bester Feier macht, dann bist du einfach komplett lächerlich. Du kleiner Witz, Alter. Du bist so ein Witzfeier. Du bist ein kompletter Witz. Weißt du das? Na, oh Fettbacke. Ja, Ruhe, ich muss gerade jemanden stalken. Oh mein Gott. Ich stalke gerade jemand auf Instagram. Ich bin ein Stalker. Oh scheiße, das hätte ich nicht erwähnen dürfen. Scheiße, ich habe mich selber gedisst. Ich habe mich selber für dich gemacht hier. Ihr vergesst das jetzt. Dass ich ein Pedo bin. Oh nein, oh nein, oh. Oh no. Na, Fire hat mir geschrieben, dass er jedes Mal in Stardew Valley Rache ausübt. Wenn er dabei ist. Ja, Mann, weil ich das den, auf jeden Fall. Weil ich ihm also, die Rechte Leute, nicht gegeben habe, weil er immer sagen, lief, weil er rumheult jeden Tag, weil Joker, er jeden Tag rumheult, wie so eine Heulsuse. Joker, ich. Ja, okay, ich würde sagen, wir und er mischt es so ein. Lassen. Der mischt es jedes Mal Stardew Valley damit ein, obwohl er überhaupt. So, wir lassen mal obwohl Taten es gar nichts sprechen. Damit zu tun hat. Er will immer Rache ausüben hier in Stardew Valley, obwohl er sich immer selber falsch verhält, wie so eine verdienste Karte. Perfekt. Perfekt. So, wir lassen jetzt Taten sprechen. Jetzt kommt der Ventilator und wird auf der Schule geschmissen.
Oh, perfekt. Warum nicht? Warum nicht? Ich schmeck dir das. Ich verstehe kein Wort, aber perfekt. Perfekt in der Aufnahme. Wie hat dir das geschmeckt, perfekt. Jetzt ist dir wohl... Geile Rache, Feuer, geiler machen. Prank. Das wirst du niemals mehr machen. Geiler dass Prank, das da Feuer. Ist. Das war die Rache. Geiler Prank, oh. Feuer. So, und jetzt gucke ich kurz WhatsApp nochmal. Oh mein Gott. Geiler Prank, Feuer. Vielen Dank für die Blumen. Ja, aber doch, ich muss meinen Ventilator wieder auf 1 machen, weil mir ist warm. So. Perfekt. Ja, also so hört man das gut. Was denn? Den Ventilator. Perfekt. Ja, und so, das ist meine Rache gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt dafür mal einen Daumen hoch. Also ich find's auch super, dass man die Zuschauer darunter leiden lässt. Das nächste Mal wird's noch heftiger. Habt ihr es genossen? Ihr habt doch nicht drunter gelitten. Ihr habt es gefeiert. Gebt dafür einen Ehrendaumen nach oben. Joker gibt den Daumen selbst, weil er es krass fand. Aber das Einzige, was man darüber lacht, ist, dass du so eine Witzfigur bist, Alter. So eine Lachwitzfigur. Willst du noch mal eine Runde? Runde 2. Get ready for round 2. Oder was? So. Bist du ready for round 2 oder was? Junge, ich kann jetzt auch mal hier eine Super Cucumber kommen. Die kommt nicht. Ich hab den Spielstand gehackt. Ich hab eh keine Zeit mehr, die ganzen Dinger hier aufzuheben. Julian Bam! Oh, ich hab eine Nachricht gekriegt. Wer mag das wohl sein? Ja, wie die Gruppe ist entmutet. Junge, nee. Muten für ein Jahr, komm. Mal gucken, wann das Jahr vorbei ist. Perfekt, wir haben nichts. Sauber. Geil. Also, super gemacht, Joker. Hast du mal wieder tollen gekriegt. Aber ich glaube, es liegt an meiner Rache! Wie hat sich das angefühlt, hä? Du bist einfach nur eine Witzfigur, wie immer. Ich weiß nicht, ob du dich witzig fühlst oder ob du dich cool fühlst, weil eigentlich... Nee, das war einfach nur meine Rache, es war meine Rache. So, die Rache ist Rache, Alter, tolle Rache. Selber sich falsch benehmen, Doppelmoral pur haben, aber Hauptsache Rache wollen. Ja, Feier, das ist auf jeden Fall Feier. Der kriegt auf jeden Willst Fall im nächsten, der kriegt im nächsten Part ein ausführliches Gerape, dann wisst ihr auch, was Sache ist. Auf jeden Fall, wir sehen uns im nächsten Part. Morgen ist nichts mehr. Tschüss.